Ich war auf Malta und habe McDonald's getestet. Gerade einmal 9 McDonald's-Restaurants gibt es auf der gesamten Inselgruppe, aber dennoch mit eigenem Menü und eigenem Mac-Café. Und McDonald's in diesem ganz besonderen Land musste ich natürlich testen. Hier bei McDonald's gibt es einfach rund um die Uhr McToast, McToast Bacon und McToast Ham und Cheese. Habe ich auch zuvor noch nicht gesehen, dass es das Frühstück hier zumindest bei McToast rund um die Uhr gibt. Hier den Junior Chicken, den kennen wir eben auch nicht aus Deutschland. Dann gibt es hier die Cookie- und Cream-Tasche, die es irgendwie nur in Deutschland gibt. Wiederum gibt es sie hier auch. Die Cheese Stars sind irgendwie auch was ganz Besonderes. Also die sehen auf jeden Fall sehr cool aus, mit einer Käsefüllung eben. Ansonsten natürlich die typischen Basic-Produkte hier, Cheeseburger, Hamburger, was man eben von McDonald's kennt. Den Big Mac, das ist weltweit Standard. Bei den Getränken auch nicht viel anderes. Wir haben einen Bananenmilchshake, das kenne ich auch aus der Schweiz. Den gab es mal dort. Und bei den Desserts ist nochmal eine kleine Besonderheit. Wir haben hier einen Pineapple Stick, also einen Ananas Stick, einen Parmesan Snack, den werde ich auch gleich eben testen, und noch so Früchte. Da freue ich mich auf jeden Fall besonders drauf. Ja, bin jetzt hier bei McDonald's in Malta. Das erste Mal auch, dass ich so weit weg war und da ein McDonald's eben getestet habe. Ist auf einer kleinen Insel unterhalb von Italien. Und ich würde einfach sagen, es geht los mit dem Junior Chicken. Ein kleiner Burger, der so ein bisschen lieblos, finde ich, aussieht. Ja, ist halt ein kleiner Mini-Chicken-Burger mit Ketchup eben drauf. Oh. Mm. Oh wow. Mm. Das Chicken ist richtig, richtig fest. Hätte ich nicht gedacht, dass wir direkt so einen Reinfall haben am Anfang. Das ist auch eher so eine Art Filet, sehe ich gerade. Aber es passt überhaupt nicht. Nee, ich würde dem Junior-Chicken eben 2 von 10 Punkten geben. Ja, weiter geht es eben mit dem McToast. Bei weiter gibt es eben zum Frühstück, aber auch tagsüber den McToast. Also das ist eigentlich ein Frühstücksprodukt. Aber hier gibt es ihn eben den ganzen Tag. Und mal gucken, wie der eben so schmeckt. Mhm. Ich finde auf jeden Fall besser als unserer McToast in Deutschland. Aber wir haben ja inzwischen nur noch so Toastbrotscheiben in Deutschland. Also das ist auch nicht schwer hinzubekommen. Ist aber eben sehr lecker, eben mit einem Schinken- und Käsefüllung drin. Und ja, ich würde dem McToast 6 von 10 Punkten geben. Ja, ich glaube, am meisten freue ich mich wirklich auf den Parmesan-Snack. So sieht's aus, ist wirklich ein kleiner Parmesan. Sehr ungewöhnlich für McDonald's, aber das wollen wir natürlich auch testen. Oh wow, ist wirklich nur so ein Parmesan-Stick eben. Was ist denn heute los? Boah, nee. Aber selbst das ist eklig. Ja, 4 von 10 Punkten. Ich weiß noch nicht, welches so ein Parmesan-Snack eben bei McDonald's holen soll. Ich glaube, ein bisschen leckerer wird es eben mit dem Ananas-Stick. Ananas bei McDonald's, da stelle ich mir schon richtig lecker vor. Finde ich auch ein bisschen besser wie eben die Apfelstücken in Deutschland. Die hauen mich jetzt nicht so wirklich von den Socken, aber das sieht sehr gut aus. Ja, ist okay. Also in diesem Video bin ich sehr kritisch. Schmeckt noch wie so eine nicht ganz so reife Ananas zumindest. Trotzdem würde ich dem Ganzen 6 von 10 Punkten geben. Ja, weiter geht es eben mit den Cheese Stars. Und darauf freue ich mich richtig dolle, weil guckt euch einfach mal an, wie die aussehen. Einfach kleine Sternchen mit Käsefüllung. Die sehen echt super süß aus. Mmh. Mmh. Die sind sehr gut. Ich weiß auch nicht, was das für ein Käse ist, also es ist kein Camembert. Also ich weiß auch gar nicht, was das für eine Käsefüllung ist. Es ist kein Camembert, sondern so eine Art Emmentaler, aber sehr lecker. Und da ich ja eh Käse liebe, würde ich dem Ganzen 8 von 10 Punkten geben. Ja, kommen wir auch schon mal langsam zum Ende, weil da geht es eben mit den Steakhouse Fries.
sehen ein bisschen aus wie die, ich glaube, Hefekartoffeln sind das. Weiß ich gar nicht. Sehen auf jeden Fall sehr gut aus. Schmecken auch ein bisschen wie die Riffelkartoffeln. Finde ich jetzt auch nicht ganz so lecker. Sind aber okay. 6 von 10 Punkten. Ja, weiter geht es mit dem Bananenmilchshake. Da stelle ich mir schon richtig lecker vor. Ich mag ja eigentlich Bananenmilchshakes. Es ist sehr windig zurzeit auf Malta. Ja, sehr, sehr süß, aber trotzdem ziemlich lecker. Ich mag ja Bananenmilchshakes. Kann ich mir sehr gut in Deutschland auch vorstellen. Und ich würde dem Ganzen auch 8,5 von 10 Punkten geben. Ja, und zu guter Letzt der Grand Mac Bacon Crispy. Schaut euch mal an, was für ein Ungetüm das hier eben ist. Also ein richtig großer Burger mit ganz viel Käse eben drauf. Mmh. Der ist endlich mal richtig köstlich. Mega lecker. Wir haben eben zwei Fleischscheiben, den Käse, dann hier unten noch Bacon drauf. Richtig lecker. Ich würde dem Ganzen 9 von 10 Punkten geben. Ja, das war doch mal ein richtig spannender Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das war's auch schon wieder mit diesem wunderbaren Video. Ich wünsche euch noch einen bigtastischen Tag und bis bald.